The Darkest Tale. Ihr Lieben, wir sind in der letzten Folge die Zauberbohne, die Bohnenstange hochgeklettert. Wir sind auf der Suche nach unserer Alicia. Wir wollen sie retten. Alicia ist unsere Besitzerin. Ich bin der Teddybär von Alicia und Alicia ist in einem Albtraum gefesselt, gefangen und wir müssen gucken, dass wir sie wieder befreien. Wir haben eine kleine Mitstreiterin, das ist eine kleine Fee, die ein bisschen nervt, weil sie immer labert. Aber das kennen wir ja auch aus Zelda, Ocarina of Time und die ganzen anderen Spiele, wo die ganzen kleinen Fees aufgetaucht sind. Navi hieß sie übrigens. Und hey, watch out! Jetzt sind wir beim Schloss angekommen. Oben in den Wolken. Ich denke mal, das ist das Schloss vom Riesen, der die Bohnenstange nachher runtergefallen ist. Wir werden sehen. Los geht's mit dem Teddybär. Übrigens, das Spiel ist ein Horrorspiel. Es gibt ein paar Gruselszenen und es ist bockschwer. Up close, it's even more impressive. The gate on its own is higher than any building I've ever seen. A giant gate, a giant castle, giant enemies. It'll take more than that to stop us. Well said. We aren't afraid of anything. Ah, a giant! Suddenly, an enormous, filthy jar fell upon our unfortunate heroes. They were trapped. A terrifying giantess lifted the jar to examine her spoils. Pleased with her haul, she walked away humming contentedly to herself, taking our unfortunate bear with her. Transported against their will to an enormous castle, a pungent and revolting smell overwhelmed our two heroes. They were in a kitchen, surrounded by a vast selection of the finest ingredients, but everything was rotting. The giantess placed Teddy on a shelf, making sure he couldn't get out. Then she walked away happily, but she would be back. They had to get out of there, and quickly. Furry animal! Tasty dinner! Happy husband! Hey, who are you calling dinner? I'd get eaten just to slice you up from the inside. Let's get out of here. Okay. Wenn ihr die richtige Originalgeschichte kennt von der Zauberbohne, ist die Riesin eigentlich die Gute. Also die Gute, die dem, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Wie hieß sie denn nochmal? Hans? Irgendwie, der die Kuh ja verkauft hat. Ich habe keine Ahnung, wie der hieß. Hans? Ich glaube, Hans hieß er, ne? Und sie hat ihm ja ein paar Mal gerettet vor dem Riesen. Der kam ja immer rein und hat dann immer so einen Reim gesagt, sowas, ich rieche Menschenfleisch, was ist das? Und dann hat sie gesagt, nein, mein Lieber, setz dich und sowas, irgendwie sowas. Ne? So war die Geschichte, ja. Okay, easy. Aber vielleicht können wir... Okay. Oh, ist ein Lego-Stein. Was ist denn das? Schorf. Teller. Okay, Safe Point gesetzt. Oh, was steht da oben? Oh, das wusste ich jetzt nicht. Ich bin übrigens nicht mal ansatzweise so weit gekommen, als ich den Test gemacht habe. Also, alles, was wir jetzt sehen, ist alles neu. Für mich natürlich. Für euch ist alles neu, wenn ihr das Spiel noch nicht kennt. Okay, Viech.
ist das. Macht mir das Schaden, ja. Don't open. Na klar. What do you say we change direction? We're here to kill armies of nightmare demons. And you're losing it over a simple sign? It's called prudence. What do you want, stubborn bear? Okay, ich habe ja ganz vergessen, ich habe ja diese Zauber, die Kraft, die ich in der letzten Folge gar nicht genutzt habe, ich Depp. Aber gut, das, ja, so ist es eben. Also, wir müssen mal unsere Kollegen mal stärker machen, ne? Was kann man das eigentlich hier freischalten jetzt? Muss ich hier... Okay, was ist das hier? Mehr Mana, vergrößert deine Mana-Pool. Ah, okay, das ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Was haben wir denn als nächstes hier? Fügt deine Lebensleiste ein. Oh, noch ein. Das ist auch nicht schlecht. Wir gehen jetzt mal ein bisschen auf Schaden. Wir müssen ja auch mal ab und zu ein bisschen was zuhauen können. Okay. Oh, cool. Mann, der steht ja noch mal auf und gibt mir noch mal eine. Nö. Das habt ihr eigentlich immer gegen diesen schönen Zuckermann, oder wie der heißt. Okay, ich hätte echt gedacht, dass ich jetzt in den Topf falle. Ja, gehen die Kerzen noch an? What the heck? Okay, habt ihr ein Problem? Habt ihr was gesagt? Also diese Energie ist ziemlich stark. Ich glaube, das hätte ich letztes Mal nutzen sollen. Würstchen. Würstchen. Aber es ist alles verrottet, habe ich gehört. Ah, ist ja egal. Na toll. Springst du von oben runter und was findest du? Direkt den bösen Boden. Schon cool gezeichnet, oder Leute? Doch was.
Okay. Was ist denn das für ein Grupsel da? Oh, mit Kaffee gekocht? Did somebody order a coffee? Na toll, jetzt habe ich aber selber den Mist da liegen. Punkte. Geht's hier weiter hoch? Nee. Okay. Was soll denn das eigentlich hier sein auf dem Boden? Staub, ne? Mann! Komm her! Oh, hat die mich zweimal getroffen. Jetzt habe ich ja hat ja gar nichts mehr gebracht. Okay, dann wollen wir mal gucken, was da oben gibt nochmal. Weiter, weiter. Geschwindigkeitserhöhung. Erhöht die Geschwindigkeit. Leichter Waffen. Was war das hier? Der Mana-Pool. Ich glaube, der Mana-Pool ist ganz cool. Oh nein, oh, ich wollte mich heilen. Warum ist das dunkel? Wie muss ich mich doch da hochkatapultieren oder was so, ne? Wie kann ich das hier nach vorne schieben? Oder noch nicht? Oder muss ich doch hier runter? Oh ja. Oh Gott, ey. Das ist immer das, wenn man dem Spiel einfach mal so einen Schwierigkeitsgrad auflegt, wenn man einfach was nicht zeigt, wo die Gefahr liegt. Wisst ihr, was ich meine? Du kommst dann an und musst dann runterfallen. Musst ja runterfallen. Fällst genau immer in den gegnerischen Quatsch rein. Das ist ja total doof. Gott, ich wollte doch gar nicht springen. Ach je. Oh mein Gott. Was haben sie denn da aufgespießt? Something serious went down here. Maybe it's the work of that chap who stole from the rich to give to the poor. Really? Another lame storybook tale. Now isn't the right time. More to the point, does that bow work?
Sure, it's imbued with magic. Look at what a battle fairy can do. Okay, wir kriegen wirklich mehrere Waffen. Deswegen stand da leichte Ta-da! Waffe. Tada! Great idea. Shouting tada in a dresser full of zombie cookies. Don't worry, we're safe here. Now show me what you can do with your new weapon. Safe, huh? Oh Gott. You're one jinxed bug. Wie geht denn das? Oh Gott. Hau ab, das ist viel zu schwer. Schön. Okay, danke schön. Also das mit den Pfeilen war ja auch gerade nett gemeint, aber wenn du auf hunderte Gegner gleichzeitig schießen musst, ne? Jetzt gerade nur Lucky. Okay. Dankeschön für nix. Nein. Schnell die Heilung. Wir haben keine Heilung. Oh, der Eiermann. Okay. Okay, das war's schon. Nein, ich bin gestorben, den Moment, den ich gekillt habe. Ah. Lustig. Ah, ich habe aber trotzdem gekillt. Das war der richtige Eiermann. Ich weiß nicht, welche Taste ich manchmal drücken muss, wo der Boost ist. Wo ist der Boost denn jetzt nochmal? Hier bin ich schon gerade hergekommen, oder? Muss ich hier trotzdem nochmal raus? So, warte. Ja, passt. Jetzt muss ich hier irgendwas machen. Ach, da oben, die Wurst. Aber am besten dann, wenn ich hier drauf bin, ne? War doch keine Wurst. Wo geht's denn hin? Warum? Okay, ich habe keine Ahnung. Man hat da unten ja sowieso nichts gesehen. Okay. Meine Herren, ihr Lieben. Also der Bogen ist schon ganz cool. Zum Glück verbraucht er keinen Mana und auch keine Pfeile. Der zeigt aber immerhin, wenn es irgendwohin, wenn es was zum Abschießen gibt, dann zeigt er immer den Weg. Ihr Lieben,
Wir haben einen guten Savepoint hier gerade gefunden. Das ist ganz cool. Auf dem Tisch oben bei der Teetanne. Teekanne, nicht Keetanne. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen hoch. Mal gucken, wo und wie es weitergeht in der nächsten Folge. Ich habe mir das Gefühl, dass dieser Eiermann, ihr kennt den Eiermann, man kennt den vielleicht aus dem, die ganz jungen Leute kriegt man den, kennen den vielleicht aus der gestiefelte Kater von Shrek. Da gab es doch auch eine Geschichte mit dem Eiermann. Wir werden sehen. Euch noch einen schönen Tag. Däumchen hoch. Bis dann.